Guten Morgen. Das neue Jahr beginnt auf einen Sonntag. Was kann es Schöneres geben? Wir können zusammen unser Ritual, was wir jetzt schon so lange machen, weiter fortführen auf den Sonntag. Jetzt starten wir einfach mal direkt durch. Heute möchte ich etwas machen, das, was wir auch schon letztes Jahr gemacht haben zum Neujahr. Also geh kurz mal in dich, denke darüber nach, was wünsche ich mir für das Jahr 2023. Ich nehme jetzt hier meine Kohle oder meine Kreide und dann schreibe ich einfach mal drauf, das, was ich mir wünsche. Natürlich erstmal einen ganz großen kollektiven Wunsch, den Frieden natürlich. Das wünschen wir uns alle und hier schreibe ich eben auch einfach nur mal die Beispiele hin, die, ja, denke ich, uns alle betreffen und nicht meine ganz persönlichen Wünsche. Das kannst du dann natürlich tun. Du kannst auch einfach nur Symbole hinschreiben, wie meinetwegen jetzt einfach ein Herz für das, was du dir wünschst, oder du kannst auch einfach kritzeln, wenn dir kein Wort einfällt. Drück dich in der Linie aus, das geht natürlich genauso gut. Und lass einfach mal los. Ja, und jetzt kommt das Schöne. Ich habe hier meine Farbe. Die habe ich mir gerade schon angemischt. Und jetzt beginnt natürlich ein weiterer Spaß. Einfach da drauf klatschen, das tut gut. Also jetzt einfach mit einer Schaumstoffrolle alles wieder überdecken. Denn niemand muss wissen, was du da hinschreibst, das weißt du sowieso. Und am besten schreibst du auch einfach das hinein oder darauf, was dir als erstes in den Sinn kommt. Und dann überdeckst du jetzt einfach alles wieder mit Farbe. Ich freue mich schon drauf, auf das, was kommt. Wenn du das Video vom letzten Neujahr kennst, dann weißt du, warum ich jetzt auch die Folie hier hinlege. Lass also gut ab, damit du auch deinen Spaß gleich haben wirst. Ja, die Fläche ist schon fast trocken. Also sie muss nicht ganz trocken sein, aber so gut wie. Und jetzt habe ich hier mein Farbton, ich nehme einfach Wasser dazu. Ich werde das immer wieder gefragt. Ich nehme wirklich nur Wasser zum Verdünnen. Auch zwischenzeitlich nochmal die Links der Materialien unter das Video gesetzt. Gerade unter das letzte, da fehlte das noch. Das habe ich leider nicht mehr geschafft, aber jetzt sollte es da auch stehen. Die Farbe tropft ein bisschen. Noch etwas Wasser dazu, tropft noch nicht genug. Ja, es dauert immer etwas, aber jetzt ist es fertig. Ärmel hoch. Darauf habe ich mich jetzt am meisten gefreut, ehrlich gesagt. So, du siehst es jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so doll und das ist auch gut so, denn ich mache natürlich immer was für Anfänger, dass du auch wirklich dich darin gut bewegen kannst. Also nimm erstmal nur einen ähnlichen Farbton, einen hellen Farbton und groove dich hier ein. Lass einfach mal die Farbe fallen und schmeiß sie einfach da drauf und das tut total gut. Habe ich hier schwarz. Das ist sehr flüssig, das tropft also sehr. Ich kriege hier also sehr, sehr viele tropfige Streifen und Kleckse.
finde den Schwung ganz schön, den ich hier so schmeiße. Also hier so ein Schwung und da will ich drin bleiben. Deswegen drehe ich jetzt einfach die Leinwand einmal um und ja, mal gucken, ob ich jetzt noch wieder genauso schmeiße. Sollte jetzt, ja, passt. Passt auf jeden Fall. Hier in der Mitte wollte ich es etwas konzentrierter haben, wie so eine Welle oder eine Acht, könnte man ja auch schon fast sehen und sich sein Teil dazu denken. Also das gefällt mir gut hier in diesem Bereich, das ist etwas heller und nach außen verläuft es dann. Kann man auch hochkant hängen, ja, quer. Ich lasse es so. Ich hänge es so in die Wohnung und werde dann daran erinnert, was ich mir für 2023 wünsche. Ja, überlege dir genau, was du dir wünschst und schreib es auf die Leinwand. Lass es danach richtig krachen. Lass einfach die Farbe drauf fliegen und ob bunt oder hier jetzt so ein bisschen monochrom. Das ist einfach für dich und ich zeig dir hier nochmal ganz kurz das Atelier. Es ist noch in Arbeit und hier draußen freue ich mich schon, wenn ich meine Blumen hole und die dort hinstellen werde. Jetzt gehen wir hier nochmal an mein Lieblingsstück mit, was auch heile hier rübergekommen ist. Das mag ich sehr gerne, das Bild aufhängen. Konnte ich bislang noch gar keine dazu, hatte ich leider noch gar keine Zeit. Aber die Kurse sind halt schon da hinten, der Sicherungskasten, da war ich gerade noch dran, weil hier immer der Haupt-FI rausgeflogen ist. Und da musste ich erstmal die Steckdosen überprüfen und tatsächlich war da ein Fehler. Ja, so sieht es hier aus. Hier hängen noch die Kabel, alle Lampen sind noch nicht dran. Aber das macht nichts. Macht schon Spaß, hier jetzt schon zu arbeiten. Und wieder zurück in meinem Arbeitsraum. Also lass es krachen, wünsche dir etwas Wunderbares für das neue Jahr und hab einen guten Start. Vielen Dank noch einmal auch an dieser Stelle für ja, das Jahr, was wir gemeinsam letztes Jahr hatten, wo wir uns gefunden haben hier auf diesem Kanal. Und ich freue mich, dass wir so viele geworden sind, so viele Gleichgesinnte. Und wie du weißt, wenn du keine Schaumstoffrolle hast, nimm einfach das, was du da hast. Nimm Pinsel, nimm Spachtel, völlig egal. Verdecke deine Wünsche wieder mit Farbe. Du kannst sie natürlich auch sichtbar lassen. Ich weiß nur sowieso, was da draufsteht, deshalb muss es eben auch kein anderer wissen. Und das ist immer eine besondere Beziehung, die du eben auch zu deinem Kunstwerk hast. Und vielleicht ein einfaches Beispiel auch dafür, was Kunst bedeuten kann. Also schaffe ein paar Werke für dich und beginne das Jahr gesund, munter und mit mir. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, mach's gut und ein wunderschönes 2023 wünsche ich dir.